Ich hatte schon mal mich in Ruhestand versetzt, aber leider kann ich es nicht aufhören, weil ich so gerne den Schmiedegeruch und die Schmieden ist mein Leben. Wenn ich einen Tag am Schmiedefeuer stehe, dann können Sie das abends begucken. Das habe ich hergestellt. Und das ist die Freude drum am Schmieden, was ich so gerne mache. Ich bin Dietrich Dieker, bin vom Beruf Schmied, habe bei meinen Eltern gelernt, mache da noch immer Schmiedevorführungen und in Währung bin ich immer zu Schmiedevorführungen machen. Diese Schmiede hier in Holtgast, die habe ich gespendet und das Schöne daran ist, ich darf hier immer herkommen, die Schmiede ist voll funktionsfähig und ich komme hier gerne her zu schmieden, bereite was vor oder wenn ich für jemanden irgendwas machen will, was geschenkt wird oder so. Früher war ja ein Schmiedeberuf, aber ich sage oft, es ist ein Kunsthandwerk, dieses jetzt so Sachen herzustellen, was ich jetzt mache. Früher war es ja nicht so, dass ich so kleine Zierstücke hergestellt habe, da war die Arbeit ja anders. Wir haben Pferde beschlagen, wir haben Flüge gemacht, die Flugeisen geschärft und da alles, was im Haushalt kaputt war, oft dass der Ofen kaputt war oder Topf hat geleckt oder irgendwas jenseits am Haushalt. Überall war der Schmied zuständig für. Wenn es sonst nirgends Heile bekam, dann ging der letzte Gang ging immer zum Schmied und der fand eine Lösung, um diese zu machen. Ich mache das gerne so lange, wie meine Gesundheit das noch zulässt. Ich sage immer, der Herrgott hat es in der Hand. Wenn es nicht mehr geht, dann sagt er, komm her, mein Junge, nun hör du auf. Es ist Zeit, hast lang genug gemacht, jetzt ist es gut.